Ja, ihr Samurai der Nacht, herzlich willkommen zurück zur letzten Folge von Katana Zero. Und um dieses Projekt abzuschließen, welches mir bisher sehr viel Spaß gemacht hat, wollen wir einmal den Tempolauf ausprobieren, den wir in der letzten Folge freigeschaltet haben. Und ihr seht schon, ja, wir wollen den Bockschwer-Modus machen, denn den haben wir schon mal angetestet und der ist wirklich bockschwer. Stabiles Heats lassen wir mal raus, denn wir sind ja immer ein Freund von der Verbesserung von Reaktion. Ja, und hier gibt es weiter nichts einzustellen und wir starten rein. So, ihr seht oben die Zeit mitlaufen. Das kann sehr stressen. Gespielt wird You Will Never Know von Bill Keighley. Eieieiei. Okay. Den ersten kriege ich noch mit. Also ihr könnt auch ohne Zeitlupe spielen, bloß ich frag mich, ob das schon mal jemals gemacht hat, wurde. Also, ihr müsst ja schon so schnell reagieren. Okay. Das wird bockschwer. Seht schon mal rum. Es ist mehr eine Glückssache. Aber wir hatten Glück. Jetzt wird's wieder wild. Aber schneller als gedacht. Okay. Und los! Ja, wir hatten schon mal geübt gestern. Und ich habe ja wirklich eine Weile dran gesessen, gerade wegen den nicht stabilen Seals. Yes! Ja, ging heute extrem viel schneller. Gestern habe ich allein an dem Level Stunde gehangen, länger, zwei, keine Ahnung, ich glaube eine Stunde. Sneaky Diver von Bill Keighley, los geht's! Hallo! Ha! Panisch auf den Knopf! Boss, der Drache ist hier! Geben Sie Alarm! Alarm! Okay, das ist auch ein krasses Level. Also ihr seht schon, ihr könnt Wurfgeschosse. Ach, schade. Nutzen. Ihr könnt zurückgeschlagen werden. Und die Schützen laufen euch hinterher. Ah, komm.
manchmal stellt man sich auch dumm an. Kuckuck. Zum Ziel. Ja, ja. Wow. Ja, die Schönfuzzis sind schon schwer. Aber wir haben es doch noch geschafft. Gerade so. Wow. Ah, da war noch jemand. Es gibt gewisse, ja, wie soll ich sagen, Intervalle, nachdem ihr nach dem Türöffnen, wenn da ein Schütze steht, eigentlich auch ohne Zeitlupe die Konterschlagtaste drücken könnt, also X in dem Fall. Wenn ihr das dann... schneller gerollt. Okay, es hat geklappt ohne Zeitlupe. Wieso denn? Also ich glaube, man sollte mit stabilen Seeds starten. Aber egal. Hey, wer wird im Kampf gewinnen? Der Drache oder Terry der Starke? Die Antwort kennen wir schon. Jetzt wird's wild. Ja, jetzt kommen viele Leute. Aber geschafft. Also ihr müsst schon irgendwo wissen, wo die Leute herkommen und euch eine Taktik zurechtlegen. Auch hier wird's wild. Ah, seht ihr? Seht ihr? Ja. Ja. Ah, da hinten war noch einer. Stimmt. Und dann sowas Dummes und mit einem Laser gerollt. Okay. Und bei genügend Rollen. Okay, das wird auch mit. Das meinte ich gerade, wenn euch der Zeitpunkt zwischen Tür öffnen und Schuss bekannt ist, so wie es gerade ohne Zeitlupe gemacht hat,
Schade. Naja. Jetzt was wild. So, springen. Tschüssi. Und zurück. Und jetzt wird's auch wieder krass. Ja, genau deswegen. Und runter. Und Club Neon, der Tanzboden ist hart von DJ Elektrokopf. Let's go. Ah, ah, yeah, come on. So, jetzt haben wir einen guten Seed. Gestern war es ein bisschen schwieriger. Oh, schlechter Seed, schlechter Seed. Wackel dich. Ich jetzt springen können, das ist die Frage. Ah! Und jetzt wird's wirklich hart. Kuckuck. Weg mit dir. So, wie haben wir das jetzt gemacht? Oh! Schneller als gedacht. Ich glaube, stabile Seeds werden wirklich besser. Zeitlupe laden lassen. Ja, auf die Zeit. Ja, kommt es heute mal nicht drauf an. Aber immerhin geschafft. Okay, wie ging das? Okay, wieso konnte ich jetzt nicht schlagen? Tja, dann eben so. Wir müssen hier lang. Und alles dunkel machen. Das ist jetzt auch wild. Ah. Hm.
Karate Kid. Okay. Ja, hier haben wir gestern, glaube ich, aufgehört, weil wir nicht weiter kamen. Shitty! Da war die Kugel. Schon in der Luft. Come on. Okay, jetzt müssen wir noch daran denken, dass da ein Geschütz steht. Huck. Ach ja, wer würde gewinnen? Bla bla bla. Das ist die problematisch. Seit wann können die denn? Der Schrotzmann. Ja, aber schön, das sieht. Okay, nehmen wir dich noch mit. Gut für uns. Und der Raum, an dem wir alles beenden werden. Wie haben wir das denn gelöst? Mit Rückzug? Sehr schön. Okay. Da kommt noch mehr. Und von vorn, okay. Okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Der letzte. Wieso steht er denn nicht auf? Yeah!
schmeißt das. Also ich raff es manchmal nicht. Ich glaube, es liegt an den instabilen Seeds. Junge, 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 Junge! Ja, Leute, ich probier's noch ein bisschen, vielleicht. Alright. Hier rein. Okay, das ist der Bockschwermodus. Das ist der. Diese Karate-Fuzzis. Oh, da war die Zeitlupe alle. Mist. Verstehe ich. Okay Leute, dann soll es das hier gewesen sein. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, aber ihr seht ja schon, was Bockschwer mit nicht immer gleichen Seeds bedeutet. Ja. Wer sich wünscht, dass ich da doch noch mehr reinschaue, kann das ja gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich würde Katana Zero hier erstmal beenden. Und ja, wenn euch der Content gefällt, lasst gerne ein Like, Comment und Abo da. Und wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch bei einem neuen Spiel. Mal schauen, welches das ist. Ich habe mir schon 3 bis 4 neue rausgesucht. Und ja, bis dahin und ciao.